Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Lean. Und ja, ich mache jetzt hier ein Extra-Video, ein ganz besonderes Extra-Video, weil mir das Thema wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um Staub und um das Craften von Karten und um Decks, die momentan so kursieren. Der ein oder andere Zuschauer von mir, der ein oder andere Abonnent von mir, von diesem Kanal, der wird sich vielleicht ein paar Videos von mir angesehen haben und sich vielleicht auch in das ein oder andere Deck verliebt haben und wird sich denken, boah, geil, das crafte ich auch, das will ich auch und spielt es dann. Und deswegen ist jetzt meine Warnung an euch oder meine Aussage von diesem Video. Heute ist der 9.8.2018 und wir haben gerade aktuell bei mir 18 Uhr. Also das Video ist sehr aktuell. Ich mache ja momentan keinen Livestream, aber die Videos, die ich momentan rausbringe, die sind höchstens eine Stunde oder zwei alt, weil ich nehme auf, ich schneide, ich baller es raus, ne? Und so mache ich das momentan. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, das Video ist sehr aktuell. Wir haben den 9.8.2018, wie gesagt. Und ich bekomme momentan relativ viele Aufrufe und Likes und Kommentare. Und da bin ich euch auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe auch ein paar Abonnenten neu dazu gekriegt. Da freue ich mich mega. Erstmal herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Freut mich, euch begrüßen zu können. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, aber, also für euch und für mich, aber das motiviert mich natürlich auch. Das motiviert mich, weiterzumachen jetzt und ja, es macht einfach viel mehr Spaß zu sehen, hey, die Leute gucken sich den Mist an, den ich mache und dann lohnt sich das für mich auch, noch mehr Zeit zu investieren und hier zu sitzen. Aber, wie gesagt, nochmal die Message von dem Video soll ja nicht nur sein, hier Dankesrede und so. Aber wirklich, wirklich. Also ich meine das ernst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer über Views, Likes oder Abonnenten. Aber natürlich vor allem freue ich mich über Kommentare. Und das ist so die Kernessenz. Ich freue mich am meisten über Kommentare. Und da habe ich sehr, sehr viele von euch bekommen und sehr, sehr viele Fragen, was soll ich mir craften, was soll ich mir für ein Deck bauen, etc., etc. Und ich habe ja sehr, sehr viel schon gezeigt, ne? Also da könnt ihr euch ja ein bisschen dran orientieren an meiner Playlist, was so gut lief, was so schlecht lief, was so für mich vor allem gut oder schlecht lief, ne? Ich mache natürlich auch viele Missplays, manchmal hat man auch Glück oder Pech, ihr wisst das alles selber, ne? Und ich nehme nun mal alles auf, was ich spiele. Ich weiß, das sage ich mittlerweile auch in jedem dritten Video. Für die Leute, die jedes Video sehen, ist das ein bisschen nervig. Aber ich weiß ja, dass nicht jeder von euch jedes Video sieht. Genau. Schaut euch da ein bisschen rum, wenn ihr Lust und Zeit habt, natürlich nur. Ich zwinge natürlich niemanden. Wenn ihr Zeit und Lust habt, guckt euch ein bisschen in meiner Standard-Hearthstone-Playlist um. Da habe ich wirklich sehr viel rausgeballert gestern und heute und werde das wahrscheinlich, ja gut, morgen habe ich keine Zeit, aber ich werde heute noch ein bisschen für morgen produzieren und ich denke, das wird die nächsten Tage auch noch ein bisschen so weitergehen, ne? Solange das noch neu ist, solange das noch aktuell ist, da bin ich gierig drauf, da seid ihr gierig drauf. Nur bitte, 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 macht euch wirklich Gedanken, was ihr da herstellt, ja? Und verballert nicht euer ganzes Staub, ne? Das wäre echt schade. Und dann müsst ihr hinterher unnötig viel Geld und oder Zeit reinstecken, um das halt wieder drin zu haben. Wenn ihr irgendeine Legendary craftet, die halt doch nicht so cool ist, oder irgendein Deck euch zusammenbastelt, was doch nicht so cool ist. Momentan ist die Meta noch frisch. Das Spiel ist gerade mal 2 Tage raus. Ja, es gibt zwar momentan schon ein paar Decks, die ein bisschen besser sind als andere oder wo es sich eher lohnt, was halt solide eher funktioniert, aber dann würde ich persönlich, ne, ich persönlich würde euch dann eher sowas hier empfehlen, aber auch da, bitte craftet jetzt nicht irgendeinen Mist, nur das ist halt ein relativ low-budget Odd Paladin vom Day One, erster Tag nach Expansion,
Da sind sogar auch ein paar neue Karten mit drin, aber auch nicht so viele. Der ist neu und der ist neu. Und das Gute bei dem Deck ist halt auch, es ist Low Budget. Man hat hier nur eine Legendary und das ist der Baku. Man hat hier zwei epische, hier nochmal zwei epische und da nochmal zwei epische. Aber im Vergleich zu anderen Decks ist dieses Deck halt wirklich günstig und Low Budget. Man muss jetzt hier nicht drei oder vier Legendaries besitzen für dieses Deck. Und was ich sagen muss, der Odd Paladin in Anführungszeichen geht immer. Zumindest bei mir geht der Odd Paladin immer im Wild, im Standard. Der Odd Paladin läuft einfach rund. Und wenn ihr schon irgendwas von mir kopieren und nachbauen oder selber spielen wollt, dann würde ich euch definitiv den Odd Paladin empfehlen. Alles andere ist halt momentan so ein Experiment, ne? Wie der Tempo Mage hier. Auch nicht übel, ne? Der ist auch nicht übel. Muss aber ehrlich sagen, da sind viele neue Karten drin. Vielleicht habe ich ihn auch nicht so gut gespielt. Das kann auch noch alles sein. Aber ich glaube, was so Tempo Mage betrifft, da gibt es bessere. Ne? Da gibt es aus der alten Season, gibt es da bessere. Und deswegen weiß ich nicht. Kann gut sein, muss aber nicht. Momentan die Meta ist frisch, wie gesagt, und alle Leute, die wissen noch nicht, was abgeht, wie sich das entwickeln wird, was sich halten wird, was gut ist, was schlecht ist. Für die Leute, die wirklich hochranken wollen, weil ich bin momentan ja auch noch in diesem Ausprobiermodus, ne? Genau wie das Deck hier ist super witzig, super funny, würde ich jetzt aber auch an eurer Stelle jetzt nicht mega viel Dust rein investieren, weil diese Combo halt auch sehr, sehr schwer zu machen ist mit Topsy-Turvy. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Und das Deck, ne? Das macht mir natürlich auch mega viel Spaß momentan. Der Deathrattle Hunter, der ist auch richtig cool, der macht richtig viel Spaß. Scheint auch sehr solide zu sein, aber das wird man noch sehen. Wie gesagt, macht da keinen Mist. Der Big Druide ist natürlich auch cool gewesen, genauso wie der Hadronox Druide. All diese Decks, die ihr hier seht, ne? Da habe ich alles schon Videos zu gemacht. Und werde ich wahrscheinlich auch noch mehr Videos zu machen. Ja, Moral von der Geschichte. Vielen, vielen, vielen Dank für euer Feedback, für euren Support. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das zeigt mir irgendwie, dass das, was ich hier tue, irgendwen interessiert. Auch wenn ich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Videos mache. Aber es ist jetzt so, weil die Expansion neu ist, ich denke mal so in 2 Tagen wird sich das auch wieder normalisieren. Da wird dann vom Standardmodus jeden Tag eins kommen, denke ich mal. Ja. Wie gesagt, vielen lieben Dank und passt auf euer Staub auf, ne? Lasst euch da nicht von irgendwelchen Pros oder von mir oder von sonst irgendwem verleiten, irgendwelche angeblichen Ümber-Decks zu bauen. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, nur weil die Leute auf Legend das Deck spielen, bedeutet das nicht, dass es auch ein Legend-taugliches Deck ist. Ich bin auch im Wild Rang 5 und ich bin auch im Standard Rang 10, wo ich nicht mehr absteigen kann. Ne? Es gibt ja immer Ränge 20, 15, 10, 5 und Legend, wo du nicht mehr absteigen kannst. Und die Leute, die haben es auch teilweise drauf, ne? Je nachdem, wen ihr da guckt. Das ist natürlich auch kein Indiz dafür, ob ihr mit dem Deck genauso gut seid. Ne? Einfach nur vorsichtig sein. Ich meine das gut für euch, dass ihr halt nicht so viel Geld oder Zeit reinstecken müsst, weil ihr irgendeinen Mist gecraftet habt. Ne? Das wäre echt schade. Und ja, nur so ein kleiner Tipp von mir, ganz kurz am Rande reingeworfen, weil ich halt immer mehr Leute sehe, die bei mir kommentieren, was soll ich mir craften, was soll ich mir bauen, empfiehl mir mal bitte was. Und wie gesagt, das ist für mich momentan sehr, sehr schwierig. Ich bin auch kein Hearthstone Pro. Ich meine, ihr seht das selber in den Videos, dass ich nicht so der Beste bin. Ich halte mich da, wenn ich wirklich will, dann komme ich schon auf Rang 5 hoch und dann schaffe ich es vielleicht auch mit Biegen und Brechen auf Rang 3, 2, 1, aber so, genug geredet, genug geredet. Ich glaube, das reicht für dieses Video. Die Message ist angekommen. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß bei der Zockerei. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß bei den Videos. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wenn
Wenn ihr irgendwelche Deckideen habt, irgendwelche Deckwünsche, ne, ballert mir die auch ruhig in die Kommentare. Ich arbeite das alles ab. Gar kein Thema. Also ich versuche, jeden Deckwunsch nachzugehen, der von euch kommt. Und ja, bis dann.